Welcome to the Head Coach Radio Podcast, the number one podcast for spirituality in sports and your daily grind. Glenn supports your transformation to the top. It's time for your own championship project. Listen to it, think about it, write it down, and win like a champion. Are you ready? Here we go. Hallihallo, meine Hello. Lieben, und herzlich willkommen zu unserer letzten Podcast-Folge in diesem Jahr, die wir unbedingt gemeinsam noch machen wollten. Und wir haben hierzu etwas ganz Spezielles uns überlegt für euch, weil wir uns halt schon gefragt haben, wie wir ein ganzes Jahr in nur eine Podcast-Folge bringen sollen. Und das Zweite, was wir uns überlegt haben, ist, dass wir dieses Jahr ziemlich versucht haben, ja unsere Projekte, unsere Themen, unsere Herausforderungen generell mit euch auf Social Media zu teilen und euch da auch schon mitgenommen haben, haben wir uns überlegt, wie machen wir das am besten. Und wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir 4 Teilbereiche eigentlich sehr gerne nochmal etwas erläutern möchten. Und zwar sind das Beruf, Familie, Freunde, Beziehung und natürlich die Reise. Und dazu haben wir immer jeweils auch 4 Fragen uns überlegt. Und das wird jetzt ziemlich lustig, weil wir die Antworten vom anderen noch gar nicht wirklich kennen. Und wir hoffen natürlich, dass es für euch spannend werden wird und beginnen gleich mit dem ersten Teilbereich. Du kannst beginnen. Der erste Teilbereich übrigens, wir haben wie 4 Unterkategorien bei jeder Oberkategorie. Das heißt, wir haben bei jeder Oberkategorie der schönste Moment 2021, die größte Herausforderung 2021, das größte Learning 2021. Und ob wir unsere Ziele 2021 in diesem Bereich erreicht haben. Und du kannst jetzt starten mit Beruf, dein schönster Moment 2021. Puh. Ich glaube, mein schönster Moment war tatsächlich der Sommer. Weil im Sommer war es dann endlich soweit, dass ich mich voll und ganz meinem Projekt J for Joy gewidmet habe, mich dafür entschieden habe, nur noch für dieses Projekt loszugehen, wo ich ja über den Zyklus, die Weiblichkeit und ja alles, was uns Frauen halt betrifft, berichte, da meine Coachings mache. Und ich glaube, das war mein absolut schönster Moment, als ich gemerkt habe, dass ich jetzt soweit bin, wirklich für meine Dinge loszugehen und ja, hier alle Türen hinter mir zuzumachen und so andere Möglichkeiten oder halt auch berufliche Perspektiven im Moment hinter mir zu lassen. Und das war schon der schönste Moment in meinem Leben und macht mich ganz stolz. Deine größte Herausforderung 2021 im Beruf? Meine größte Herausforderung war es, glaube ich, tatsächlich auch Dinge loszulassen in meiner Stellung als Geschäftsleiterin, denn ich muss sagen, dass es mir unglaublich viel Spaß auch gemacht hat, mit meinem Team zu arbeiten und im Fitnessbereich auch tätig zu sein, weil ich das immer unglaublich gerne gemacht habe. Ich habe jeden Tag mit ganz viel Leidenschaft meinen Beruf verfolgt und auch den Leuten weitergeholfen. Und es hat mich immer sehr erfüllt, wenn ich gesehen habe, dass es Menschen gegeben hat, die ihre Ziele erreicht haben, die gesundheitlichen größerer Benefit durch Bewegung und Krafttraining halt erzielt haben. Und das war immer sehr erfüllend. Und deshalb war das bestimmt auch die größte Herausforderung, da auch loszulassen und halt wirklich zu vertrauen, dass jetzt etwas Neues kommen darf. Dein größtes Learning? Mein größtes Learning, mein größtes Learning im Beruf war das Arbeiten mit Menschen, die Mitarbeiterführung, halt wirklich auch für ein Team da zu sein und Verantwortung zu übernehmen und stark als
Chefin da halt auch zu stehen und Entscheidungen zu treffen. Und von denen gab es ja in diesem Jahr genug. Es war ein herausforderndes Jahr, gerade wenn man beruflich mit Menschen zu tun hatte und im Fitnessbereich sowieso. Es gab sehr viele Hürden zu meistern, was halt einfach der Situation auch geschuldet war. Und da war das größte Learning halt wirklich hinzustehen und die Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das hat mich auch noch mal ein bisschen wachsen lassen. Ja, ich glaube, du hast, jetzt kann ich da einfach reinsprechen. Ja, darfst du. Du hast da mega krasse Fortschritte gemacht, in meiner Auffassung, dass du, ja, du hast vorher eigentlich ja nie ein Team so geführt in dieser Anzahl und in dieser Position. Und ich glaube, dass du dir da richtig krasse Skills auch angeeignet hast, indem dass du einfach auch gemerkt hast, wie du da durchgreifen musst teilweise und eben auch du, der eher ein, du sagst immer selber, ein Harmonieminister ist, da auch einfach mal auf den Tisch hauen muss, aber immer mit dem Respekt der Person gegenüber. Und du hast das mega krass gemacht. Also ich finde, Dankeschön. Du hast ja auch immer mega gutes Feedback von deinem Team bekommen und die Leute melden sich ja bis heute und dann ist immer ein gutes Zeichen. Hast du deine Ziele erreicht 2021? Ja, weil mein Ziel war es, mich zu entscheiden, für was ich wirklich 100% gehen möchte. Und das habe ich erreicht mit meiner Gründung halt von der Firma von J4Joy. Und da bin ich auch voll pumped, jetzt im 2022 noch mehr zu investieren, mehr zu geben, mehr zu unterstützen, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass das Thema Weiblichkeit so unglaublich viel Potenzial hat und ich das auch bei mir einfach gemerkt habe, wie viel Veränderungen man erreichen kann, wenn man halt selbstbewusster durchs Leben geht. Und darum kann ich sagen, dieses Ziel, check. Sehr gut. Jetzt gehen wir zu dir. Beruf, dein schönster Moment 2021? Das war natürlich im Fußball der Pokalsieg mit meinem Team, weil das für mich ja so wie ein Puzzle war, das sich zusammengesetzt hat, wo ich als Trainer 2007 irgendwie meine ersten anfänglichen Schritte gewagt habe und dann irgendwie jetzt so viele Jahre später mit dem letzten Spiel diesen Pokal zu gewinnen, diesen Wettbewerb zu gewinnen mit diesem Team, wo ich so unglaublich gerne hatte, alle diese Menschen. Das war einfach, ja, ich habe ja in der Zeitung gesagt, ein kitschiger Abschluss, wenn das so zu kitschig, wenn das so klappen würde und umso geiler, dass es geklappt hat. Deine größte Herausforderung im Beruf 2021? Ich glaube, meine größte Herausforderung war es, diese Angebote, die mir vorgelegen sind, aus dem Ausland abzulehnen und auf mein Herz zu hören. Weil mein Verstand, der wollte eigentlich mir weismachen, dass ich unbedingt diese Chance ergreifen soll, aber irgendwie hat sich das in mir drin nicht stimmig angefühlt. Und es war auf jeden Fall die größte Herausforderung, diesen Kindheitstraum, den ich schon lange eigentlich hatte, vor allem was auch die deutsche Nationalmannschaft betrifft, einfach loszulassen und zu sagen, hey, ich folge meinem Herzen, auch wenn das vielleicht jetzt nicht in das Bild der Gesellschaft oder von meinem Umfeld passt. Ja. Ich glaube, hier kann ich auch noch mal kurz reinspringen, weil dieser Moment, den habe ich noch vor mir, als wäre es gestern gewesen. Ich war unglaublich, ich war nicht überrascht, aber es hat mich ziemlich berührt, als wir da zu Hause an dem Tisch gesessen sind und du da vor mir mit wirklich nochmal mit diesen Leuten vom DFB dieses Angebot zurückgewiesen hast. Und ich war wirklich zutiefst beeindruckt, weil ich halt auch als Frau an deiner Seite weiß, wie viel Herzblut und Liebe du auch in den Fußball gesteckt hast oder halt auch heute noch sehe, wie dich dieses Thema halt einfach wirklich berührt und was es dir gibt. Und ich war einfach beeindruckt, dass du die Stärke hattest,
auch an dich zu glauben und das an neue Dinge zu glauben. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Wir haben gesagt, wir loben uns immer wieder dazwischen, ja, genau, gegenseitig, dass es auch harmonisch rüberkommt. Nicht, dass man das Gefühl hat, die Beziehung sei irgendwie nicht mehr auf der Höhe. Zur Beziehung kommen wir nachher noch. Das muss ja dann, ja, dann geht es dann ab. Dein größtes Learning im Beruf 2021? Ich glaube, dass ich mit dem Pokalsieg hat sich mir einfach gezeigt, dass wenn du dran bleibst und einfach mit Leidenschaft immer wieder aufstehst nach Niederlagen und nach Rückschlägen und einfach immer dran bleibst, einfach kontinuierlich dran bleibst, dass das schlussendlich belohnt wird. Und ich glaube, dass das für jeden Athleten, jede Athletin zutrifft, für jeden Trainer zutrifft, jede Trainerin, dass einfach am Schluss wirst du belohnt dafür. Du wirst auf irgendeine Weise belohnt. Und wenn es nicht in dieser Kategorie ist, also jetzt zum Beispiel nicht als im Fußball persönlich, dann ist es in einem anderen Lebensbereich, wo sich genau dieser Durchhaltewille auszahlt. Und ja, für mich war das wirklich so ein Learning, das mir auch immer wieder jetzt den Antrieb gibt, zu sagen, hey, ich ziehe das Ding durch, ich stehe immer wieder auf. Und ich glaube, dass wirklich der größte Unterschied, das habe ich auch schon öfters in meinem Podcast gesagt, der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und nicht erfolgreichen ist einfach wirklich, es ist so einfach, aber die erfolgreichen Menschen, die machen einfach immer weiter. Die stehen einfach immer wieder auf, die analysieren, verändern, führen wieder durch, dann analysieren sie wieder und passen wieder Dinge an. Und ja, das ist einfach so dieser Prozess. Ja, jetzt die nächste Frage, die hat sich wahrscheinlich schon ergeben. Deine Ziele im Beruf 2021, hast du die erreicht? Ja, ich denke schon, weil eines meiner größten Ziele war immer, mein Team, jede individuelle Person weiterzuentwickeln, fußballerisch und menschlich. Und ich hoffe oder ich maße mir jetzt an, das zu behaupten, dass ich das hoffentlich bei möglichst allen geschafft habe. Zudem war natürlich ein Ziel eben dieser Pokalgewinn, was wir auch geschafft haben. Und das andere Ziel war, mit Head Coach einfach ja, das berühmter zu machen, in mehr Köpfe reinzukommen mit Head Coach, noch offener über Spiritualität und innere Arbeit und Bewusstseinsentfaltung zu sprechen, noch mehr meine Maske runterzunehmen und wirklich zu zeigen, authentisch, wie ich da bin. Und ich hoffe oder ich denke, dass ich das hoffentlich geschafft habe. Jetzt rücken wir eine Stelle weiter. Wie machen wir das jetzt? Jetzt spreche ich weiter, oder? Du darfst jetzt. Dein schönster Moment in der Familie und den Freunden im 2021. Mein schönster Moment mit der Familie war der Moment, wo ich in der Folge geteilt habe von meinem Ayahuasca Part 1, wo ich zu meiner Mutter nach Hause gefahren bin und ja, ihr einfach aus tiefstem Herzen gedankt habe für alles, was sie für mich getan hat. Und dieser Moment hat wirklich meine Mutter und mich sehr stark nochmal zusammengeschweißt, ein ganz anderes Verhältnis nochmals gegeben. Und ja, ich habe wirklich immer Gänsehaut, wenn ich mich daran erinnere, dass ich die Tür aufgemacht habe und sie mir gesagt hat, hey, du hast ein Lachen zurück, ohne dass wir überhaupt ein Wort gesprochen hatten. Und das war ja ein ganz, ganz, ganz magischer Moment. Was war die größte Herausforderung in diesem Jahr bezüglich der Familie und den Freunden? Größte Herausforderung war für mich, meinem Vater mitzuteilen, dass ich die Angebote im Fußball ablehne, weil ich wusste, dass er am besten nachvollziehen kann von allen meinen Menschen in meinem Leben, was ich da gerade für Angebote ausschlage. Und weil er selber ja nicht unbekannt ist in dieser Sportart im In- und Ausland, war es für mich eine große Herausforderung, mit ihm darüber zu sprechen. Und umso schöner, dass er... Ich
hoffe man, da draußen wird ein Baum gefällt oder weiß ich was. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, es war sehr schön zu sehen, dass er das einfach so akzeptiert hat und auch gespürt hat, hey, er folgt seinem Herzen, mein Sohn. Und ja, das war sehr, sehr schön. Was war dein größtes Learning bezüglich deiner Familie und den Freunden in diesem Jahr? Mein größtes Learning. Ich denke, das muss ich jetzt sehr spontan machen. Ich denke, dass wenn dich Kilometer trennen, sich relativ schnell herauskristallisiert, wie tief deine Beziehung zu einem Menschen wirklich ist. Das heißt, auf der einen Seite, welche Menschen melden sich bei dir, welche Menschen wollen mit dir aktiv in Kontakt bleiben und welche Menschen hast du auch diese Beziehung, ohne dass sich jemand melden muss. Einfach weil diese Beziehung im Vorfeld, vor der Reise jetzt bei uns, schon so gefestigt war, dass du einfach praktisch ein halbes Jahr von einer Person nichts hören könntest und wenn du dich treffen könntest, es wäre einfach für beide Parteien total okay. Und ich habe gesehen, dass da Freundschaft und auch Familie definitiv keine Grenzen an Distanz kennt. Hattest du Ziele im 2021 bezüglich Familie und Freunde? Und wenn ja, hast du diese erreicht? Ich glaube, dass mein Ziel, was die Familie betrifft, war, die Familienstruktur noch mehr zu heilen. Und ich glaube, dass ich das geschafft habe. Ich habe zu meinen Eltern, zu beiden Teilen, obwohl sie getrennt sind, ein viel besseres, viel tieferes Verhältnis. Ich kann mit ihnen auch offen über alle meine Themen sprechen. Und dasselbe zu meinen Geschwistern, habe ich das Gefühl, habe ich diese Beziehung auch nochmal vertieft und sie spüren immer mehr, für welche Werte dass ich stehe. Und wir haben da ein super, super schönes Verhältnis. Und dasselbe eigentlich auch mit den Freunden. Ich glaube, mir war es einfach wichtig, keine oberflächlichen Beziehungen mehr zu führen, sondern wirklich, wenn du Leute triffst, gleich auf eine tiefe Ebene zu kommen, dass ich praktisch keinem Mensch auch mehr die Hand reiche, sondern dass ich Nähe zulasse, dass ich alle Menschen eigentlich umarme, die ich treffe, auch wenn die mir noch gar nicht so bekannt sind. Und ja, ich denke, dass das Ziele waren, die ich definitiv erreicht habe. Jetzt hatte ich langen Redeanteil. Jetzt kommst du mit Familie, Freunden. Schönster Moment 2021. Ich habe jetzt schon wieder Tränen in den Augen, wenn ich daran denke, weil für mich war wirklich so ein magischer Event-Moment, als wir eigentlich bei unseren beiden Freunden Tanja und Dominik zum Essen eingeladen waren. Und dann sich herausgestellt hat, dass sich unsere Tacuba-Family, die doch ein bisschen größer geworden ist in den letzten Jahren, alle im Café versteckt hat und für uns eine Überraschungsabschiedsparty geschmissen hat. Und einfach so dieser Moment oder auch, dass die überhaupt auf die Idee gekommen sind und alles organisiert haben mit wirklich Menschen, die uns so, so viel bedeuten. Das war einfach unglaublich schön. Wir haben einen wunderschönen Abend verbracht mit allen zusammen. Wir hatten so viel Spaß, wir hatten leckeres Essen, Musik, viel Umarmung, nochmal gute Gespräche. Und ich glaube, an diesem Abend ist mir dann aber auch aufgefallen, dass unsere Reise schon bald vor der Tür steht. Und das war bestimmt einer der schönsten Momente, halt zu sehen, wie viel wir gewissen Menschen bedeuten. Und ja, das war wunderschön. Größte Herausforderung, Abschied von meinen Eltern. Das habe ich gedacht. Ja, ganz klar. So am Flughafen zu stehen mit gepackten Koffern und dann hat wirklich... Da gehen wir jetzt nicht näher darauf ein. Schöne Grüße an meinen Bruder.
Ja, den einen haben wir sogar mitgenommen, hat sich als Problem herausgestellt. Wir sind ein bisschen länger dort gestanden am Flughafen. Ja, gewisse mussten wir nicht zurücklassen, die hatten wir dann noch ein bisschen länger dabei. Nein, Nils, wenn du das hörst, war super. Im Nachhinein kann man sehr gut darüber lachen. Nein, aber es war so dieser Moment am Flughafen. Meine Mutter hat mir zu Hause schon Tschüss gesagt, weil sie gesagt hat, das kriegt sie gar nicht hin, wenn sie da noch mit zum Flughafen kommt. Und dann meinem Vater und auch meinem Bruder halt auf diese Weise Tschüss zu sagen und halt nicht zu wissen, wann man sie wieder sieht. Es ist ja nicht so, dass wir für ewig gehen. Wir können ja jederzeit zurückkommen und es ist ja eigentlich gar keine große Sache. So, jetzt hatten wir gerade eine ganz kurze kreative Pause, weil der Bildschirm schon reingeflattert ist. Und wusste ich nicht, dass ich hier einen habe. Ja, haben wir wieder was gelernt. Aber wo bin ich stehen geblieben? Ja, da am Flughafen zu stehen mit meinem Vater, meinem Bruder und wirklich so Tschüss zu sagen, das war schon die größte Herausforderung, was ich dieses Jahr erleben durfte. Der Abschied mit meiner Mutter, muss ich auch sagen, das war auch richtig krass. Die hat nur noch geheult. Ja. Dein größtes Learning? Mein größtes Learning, Familie und Freunde, ist, dass ich wirklich eine Hammerfamilie habe und super Freunde, die alle sowas von hinter mir stehen. Und dass ich da anscheinend doch das ein oder andere richtig gemacht haben muss, weil das so ist. Und ja, das war wirklich mein größtes Learning, weil ich jetzt halt einfach sehe, dass Freundschaften, auch durch viele Techniken, die wir heutzutage natürlich zur Verfügung haben, auch über längere Distanzen oder weitere Distanzen hat auch bestehen bleiben können. Und ich muss wirklich sagen, dass ich gewissen Freunden, seit ich auf der Reise bin, auch wieder näher gekommen bin. Und das zu sehen, dass das auch möglich ist über solche Entscheidungen. Wenn man gewisse Entscheidungen trifft im Leben, dann können auch gewisse Dinge entstehen, weil man dann halt auch immer Raum wieder gibt im Leben. Und das war mein größtes Learning, also dass man gar nicht so nahe den Leuten sein muss, wie man das oftmals denkt und dass auch Distanz viel Nähe geben kann. Hast du die Ziele erreicht in Bezug auf Familie und Freunde? Ja. Ich würde sagen schon. Mein Ziel war es, meine Familie halt regelmäßig noch zu sehen und auch meine Freunde im ersten halben Jahr, weil ich mir halt auch bewusst war mit dem Entscheid, dass es nachher physisch nicht mehr so möglich war. Und da habe ich mir wirklich viel Mühe gegeben, allen so weit gerecht zu werden, obwohl ich weiß, dass man das sowieso nie kann. Man kann nie allen gerecht werden. Aber ich habe mir sehr Mühe gegeben und bin da, glaube ich, auch on track. Dann machen wir weiter mit dir. Nein. Nein, mit mir? Mit dir. Ups, ich bin an der Reihe. Beziehung. Schönster Moment 2021. Ich weiß nicht, wie sehr ich jetzt das ausdeutschen kann, was da wirklich gewesen ist. Aber ich muss schon sagen, der schönste Moment war der Moment, als du von mir auf den Knien warst. Nackt. Wir beide, wie uns Gott geschaffen hat. Nein, doch, es war so. Wir lassen jetzt hier die Hosen runter. War schon der Moment, als du mich gefragt hast, ob wir diese Beziehung, die wir ja schon leben und halt die sehr intensiv ist und dass wir die nochmal auf ein anderes Level stellen möchten für uns persönlich, dass es uns nicht um den Titel geht, aber halt einfach nochmal um ein Ja zueinander, um ein deutliches Ja zu unserer Beziehung und zu unserem gemeinsamen Lebensweg. Und das war für mich, ja, eigentlich kann ich gar nichts dazu sagen, weil ich immer noch ziemlich sprachlos bin, wenn ich daran denke. Aber das war der schönste Moment. Größte Herausforderung? Die größte Herausforderung ist definitiv so, dass wir ja die Gefühle in diesem Jahr wie auf so einer Achterbahn in beide Richtungen viel stärker beide, glaube ich, wahrnehmen. Das heißt, wir nehmen schöne Momente viel stärker wahr, aber auch herausfordernde Momente. Und das ist zum Teil halt auch die Herausforderung, da halt immer ins Gespräch zu gehen und wenn man 24 Stunden zusammen ist, halt wirklich alle
Gefühle und Themen hochkommen zu lassen und darüber zu sprechen und dem dann halt auch immer Raum zu geben, weil man ja keinen Raum hat, wo man dann reingehen kann, sondern man geht dann halt direkt in den Raum rein, wo es einem vielleicht im ersten Moment ein bisschen unangenehm ist. Und das war sicher auch eine Herausforderung, aber auch, wenn wir zum nächsten Punkt gehen, das größte Learning dabei. Also ich habe durch diese Momente, durch die herausfordernden Momente in der Beziehung, es hört jetzt sich so an, als hätten wir nur solche gehabt, das definitiv nicht, aber dass man genau aus diesen Momenten, die im ersten Moment konfrontierend waren, sehr ehrlich waren, halt am meisten rausgenommen hat. Und ich glaube, mein größtes Learning in der Beziehung ist, dass ich wirklich zu 100% ich selber sein kann. Und meine Gefühle, und auch wenn die nicht immer schön sind, wahrscheinlich für dich, aber dass ich die halt wirklich zeigen kann und dass ich gehalten werde. Genau. Das ist schön. Ziele hast du die erreicht in der Beziehung? Oh, Beziehungsziele waren auf jeden Fall, dass ich versuche, immer aufrichtig meine Gefühle zu zeigen, weil wir haben es vorhin beim Beruf schon kurz gehabt, ich bin absoluter Harmonieminister und ich neige schon eher dazu, meine eigenen Gefühle auch mal zurückzuhalten, aus Angst nicht zurückgewiesen zu werden, aber halt einfach, ja, weil ich keine schlechte Stimmung halt machen möchte. Und mein Ziel war es definitiv, authentischer auch zu sein und halt wirklich auch mich verletzlicher zu zeigen. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Das hat mir zum Teil sehr, sehr viel abverlangt, weil ich es einfach gewohnt bin, zu schauen, dass es allen anderen um mich herum gut geht. Und halt dann auch gerne mal meine Bedürfnisse zurückstelle. Und es war für mich schon eine Herausforderung, meine Bedürfnisse auch öfter mal auf den Tisch zu legen. Und ich musste das lernen und ich hoffe, ich habe das geschafft. Das kannst du wahrscheinlich am besten beurteilen. Aber ich würde sagen, ich habe da noch etwas Luft nach oben. Aber das war auf jeden Fall mein Ziel, um halt auch mich selber in der Beziehung stärker zu machen. Super. Gehen wir zu dir. Dein schönster Moment in unserer Beziehung im 2021. Da gab es viele. Der schönste Moment, es ist ja auch immer, was du gerade so präsent hast. Oh, jetzt könnte ich gerade noch 1000 andere aufzählen. Ja, wenn du überlegst, dann waren das echt viele. Aber ich glaube, das war im Dschungel, nach unserer letzten Zeremonie, die wir hatten, und ich da in der Dusche gesessen bin und du reingekommen bist und wir uns zum ersten Mal nach einem Monat ohne Berührung umarmt haben und einfach wie verschmolzen sind und wirklich eins geworden sind. Und das war ein ganz, ganz magischer Moment. Und natürlich am nächsten Tag kam dann noch die Hochzeit dazu und das waren heftige 24 Stunden, richtig schön, ja. Ja, oh Gott. Nicht weinen. Oh Gott. Ja, wenn man das spontan macht, passiert das schon ab und zu mal. Die größte Herausforderung in unserer Beziehung 2021. Ich glaube, die größte Herausforderung war einfach jeder Alltag. War jeder Tag, wo du wieder aufstehst und dir bewusst wird, es geht darum, die andere Person wachsen zu lassen. Es geht darum, alle Dinge, die dich triggern, in dir selbst wiederzufinden, dass die Beziehung ein Spiegel ist von dir selbst und dir einfach immer wieder
genau dieser Spiegel vorhält, dass du immer wieder Dinge auflösen kannst. Und das passiert täglich. Das können ganz, ganz kleine Dinge sein. Ich glaube, wenn jemand, der hier zuhört, eine Beziehung hat, du kannst dich mal darauf achten, wann oder besser gesagt über was du jeweils mit deinem Partner oder deiner Partnerin streitest, also was Streit verursacht. Und dann, wenn du da ein bisschen rauszoomst, merkst du, hey, eigentlich sind das Dinge, die normalerweise Kinder darüber streiten, also wo eigentlich gar nicht der Rede wert sind, dass sehr, sehr kleine Dinge sind. Und da immer wieder hinzuschauen und einfach jeden Tag versuchen, hey, wieder ein Stück mehr so diese, ja, diese Reinheit in die Beziehung reinzubekommen, dass immer mehr wegfällt von Maske und alles drum und dran. Und ich denke, dass das vor allem jetzt auf der Reise nochmals so krass passiert ist, dass wir einfach praktisch 24 Stunden zusammen sind und du einfach mittlerweile von der anderen Person einfach alles weißt. Und ja, dann hast du im Dschungel gemeinsam gekotzt, beide hatten Durchfall, sind irgendwie fast gemeinsam auf dem Klo gesessen und ja, einfach auch, du kannst deine Schatten nicht mehr verstecken. Es ist alles so offensichtlich und du kennst einfach auch die Punkte, die du beim anderen drücken musst, dass er durch die Decke geht. Und ja, es sind genau diese Dinge, immer wieder da genau hinzuschauen und dieser Alltag so zu meistern und dieser Prozess auch zu genießen. Ja. Ja, ich glaube, wenn ich dazu noch kurz was sagen kann, das fällt mir jetzt gerade an, wenn du so darüber sprichst, ist so dann, wie herausfordernd es ist, in diesen Momenten dann genau drin zu bleiben. Weil man normal ist man sich ja gewohnt, dass man, wenn es unangenehm ist, die Momente so schnell wie möglich wieder verlässt. Aber das ist irgendwie dann plötzlich gar nicht mehr möglich, wenn man so einen Spiegel, wenn man sich gegenseitig so spiegelt, dann wirklich dann auch drin zu bleiben, bis das Thema halt dann wirklich durch ist, um das halt nicht im Raum stehen zu lassen. Das ist unglaublich in diesem Moment, eine unglaubliche Herausforderung. Mega wichtig. Aber ja. Mega wichtig, ja, genau. Mm. Dein größtes Learning aus unserer Beziehung? Was soll ich da sagen? Mein größtes Learning. Es ist so viel Learning dabei. Ich glaube, mein größtes Learning war zu sehen, einmal mehr, dass es sich lohnt, diese Arbeit zu betreiben, was wir vorher alles gesagt haben. Weil ich glaube, du kommst erst wirklich in eine Tiefe von einer Beziehung, wenn du über mehrere Jahre auch gemeinsam diesen Weg gemeinsam gehst und eben auch diese unangenehme Arbeit machst und das alles anschaust. Und ja, für mich hat es sich definitiv gelohnt, die Maske runterzunehmen, mich verletzlich zu zeigen, zu weinen, meine Schwächen darzulegen, über meine Ängste zu sprechen, meine Zweifel noch mehr auszudrücken. Und ja, ich glaube, das war mein größtes Learning, einfach da dieser ganze Prozess. Ziel erreicht? Ja, ich denke, in der Beziehung ist es ja eigentlich so, dass du das Ziel hast, die Beziehung weiterzuentwickeln. Und oft entwickelst du die Beziehung weiter oder du entwickelst die Beziehung eigentlich nur weiter, wenn du bereit bist, an dir selbst zu arbeiten und wenn du aufhörst, auf das Gegenüber zu projizieren und irgendwelche Vorwürfe zu machen und irgendwie zu sagen, hey, aufgrund von dem und dem kann ich das und das nicht. Oder ja, einfach so bei dir anzufangen, bei deiner Entwicklung anzufangen, immer, dass es der Beziehung schlussendlich zugute kommt, weil
am Ende des Tages ist es sogar so, dass wenn wir uns selber als Individuum weiterentwickeln, dann machen wir die Welt zu einem besseren Ort. Mit jeder Entscheidung, die ich treffe, die positiv ist oder dem Allgemeinwohl dient, mache ich die Welt besser. Und dasselbe fängt dann im kleinen Rahmen an, bei mir als Individuum. Wie spreche ich mit mir selber? Wie gehe ich mit mir um? Wie entwickle ich mich weiter? Und dasselbe nachher beim Gegenüber in der Beziehung. Und dann kannst du das ausweiten. Und ich glaube, dass wir in unserer Beziehung nochmals einen großen Schritt tiefer gekommen sind. Alleine schon, weil es halt Ort gegeben so ist, dass wir unfassbar viel Zeit miteinander verbracht haben, wo wirklich, ja, wie ich schon gesagt habe, alles einfach offengelegt wurde. Ja. Letzter Punkt, Reise. Dein schönster Moment. Du musst starten, zum Glück, ich kann es mir noch etwas überlegen. Dein schönster Moment. Oh. Was ist unglaublich schwierig. Ich mache es spirituell. Mein allerschönster Moment war oder ist, dieser Podcast hier aufzunehmen. Weil ich glaube, wenn du achtsam wirst, ist jeder Augenblick ist genau der schönste Moment, weil dir auffällt, es existiert nur dieser Moment. Weil wenn ich jetzt sagen würde, es ist der Sonnenuntergang, den wir gestern Abend genossen haben, dann ist das bloß ein Gedanke, es ist ein Konstrukt, das irgendwo ist, aber es ist eigentlich gar nicht mehr greifbar. Und deshalb stellt man wieder fest, es geht nur um diesen einen Moment. Der Moment, der jetzt gerade hier ist. Und deshalb würde ich sagen, der schönste Moment ist jetzt mit dir, dieser Podcast hier aufzunehmen. Auf einer Seite fühle ich mich unglaublich geschmeichelt und auf der anderen Seite, was soll ich denn da noch antworten, wenn ich zur Frage komme? Ja, super, vielen herzlichen Dank. Größte Herausforderung im 2021 auf unserer Reise. Die größte Herausforderung auf meiner Reise oder auf unserer Reise. Könnte ich sagen, präsent zu sein in diesem Moment. Aber wenn ich jetzt in die Vergangenheit schweife, dann würde ich sagen, wahrscheinlich sind es einfach immer wieder die Vorbereitungen, die du treffen musst, um in ein neues Land zu kommen. Ich glaube, ja, dass Reisen nicht grundsätzlich kompliziert geworden ist, aber es erfordert sicher mehr Vorbereitung und du musst da schon immer schauen, was wird da in welchem Land verlangt, was musst du da vorweisen, was musst du da im Vorfeld machen. Ich glaube, das ist sicher eine große Herausforderung. Ja. Und ansonsten habe ich aktuell mit einem Pilz zu kämpfen. Nein, nein. Das ist, ja, wir sind authentisch. Ich habe unten an der Fußsohle ein Fungi. Und ich muss da ständig den Fuß eincremen. Ja, das ist eine Herausforderung. Und er ist mehr voll Sand als etwas anderes. Und das ist mein größter Kampf aktuell, zu schauen, dass sich der Fungi nicht ausbreitet. Auf der Reise. Ja, das ist eine riesen Herausforderung zurzeit und bestimmt natürlich mein Alltag. Also ist dein größtes Learning bei dieser Reise, besser auf deine Füße zu schauen, oder was? Genau. Wow, mein größtes Learning aus der Reise. Mein größtes Learning ist, dass wenn du ins Ungewisse gehst, was wir getan haben, dass du alles intensiver wahrnimmst, dass du alle Emotionen intensiver wahrnimmst und dass du diesen Emotionen auch Raum geben kannst, weil du die Zeit dafür hast. Also das heißt, normalerweise, wenn ich zu Hause irgendwie Trauer gespürt habe oder so, dann muss ich halt irgendwie ins Training, weil mein Alltag mir das vorgegeben hat. Und hier habe ich die Möglichkeit
zu erforschen, woher kommt diese Emotion. Ich kann dieser Emotion Raum geben, ich kann die Emotion durchleben, ich kann die Emotion teilen. Und ich glaube, dass das größte Learning wirklich ist, dass du diese Zeit brauchst, dass du diesen Raum brauchst und das Reisen und in die Stille zu gehen und einfach mit dir selbst auch zu sein und Zeit zu haben, um diese Emotionen wahrzunehmen, ist ein unglaublich großes Learning, weil ich gemerkt habe, du kannst nicht gewisse Emotionen mehr wahrnehmen als andere und sagen, ja, von den angenehmen Gefühlen möchte ich ein bisschen mehr, die möchte ich intensiver spüren und die Trauer und die Wut und die Ängste, die möchte ich lieber nicht spüren, sondern entweder spürst du halt alles intensiver oder alles nicht so intensiv. Und ich glaube, dass ein großes Learning ist, dass Reisen perfekt ist, um diese Emotionen, diesen Emotionen Raum zu geben und dich eben selbst nicht ablenken zu können. Klar, du hast immer die Möglichkeit, da wieder ein Handy in die Hand zu nehmen, aber eigentlich würde das Reisen den Raum dafür bieten. Ja. Ziele, ob ich die Ziele erreicht habe 2021 beim Reisen, also was die Reise betrifft. Ich glaube schon, weil es ging einfach darum, auf die Reise zu gehen, sich bewusst zu werden, hey, man ist eigentlich schon lange auf dieser Reise. Man ist auf der Reise mit diesem Leben und festzustellen, hey, es kann jeden Moment vorbei sein und es geht darum, diesen Moment zu genießen. Und ich glaube, das haben wir definitiv gepackt oder ja, dieses Ziel sicher erreicht. Dein schönster Moment? Du kannst dich jetzt nicht rausreden. Ja, und ich kann mich jetzt auch nicht spirituell reinreden, das hast du schon gemacht. Deshalb habe ich wirklich einen örtlichen Moment oder Reisemoment, den ich gerne mit euch teilen möchte. Mein schönster und zugleich aber auch mein härtester Moment auf meiner Reise oder auf unserer Reise war wirklich, muss ich sagen, Peru. Weil ich habe das erste Mal in meinem Leben Ruhe in mir verspürt. Es war so ruhig in Peru, dass ich so viele Dinge und Gefühle und Sachen in mir halt geregt haben, wo ich vorhin einfach nicht rangekommen bin. Und ich kenne mich eigentlich auch jetzt oder früher. Ich glaube, ich bin wieder zurück in diesem Rennen. Ich mache immer etwas, ich muss mich immer bewegen, den ganzen Tag. Wenn ich mal eine Stunde, zwei arbeite, dann muss ich nachher noch eine Runde drehen, einfach durch den Wald laufen. Und ich habe einfach so ein Machen in mir drin, was mich nur selten zur Ruhe kommen lässt. Vielen Dank. Und für mich war ein Moment halt wirklich in Peru magisch, weil ich einfach gemerkt habe, dass das geht und dass ich das kann. Und das hast du mir auch gespiegelt, dass du sehr beeindruckt bist, wie ich im Moment mit dieser Situation umgehen kann, weil ich das einfach von mir nicht kenne. Und deshalb war das auch kein Sonnenuntergang, sondern halt einfach wirklich der Moment, als ich erkannt habe, dass die Ruhe da ist und in mir ist und dass es wunderschön ist. Sehr schön. Größte Herausforderung auf der Reise? Oh, das weißt du. Meine größte Herausforderung ist es, kein Zuhause zu haben. Kein Ort zu haben, wo man nach Hause kommen kann. Und das habe ich schon gewusst, bevor wir auf die Reise gegangen sind, dass das wahrscheinlich meine größte Challenge am Reisen sein wird. Ich bin einfach jemand, der gerne ankommt. Und ich meine jetzt nicht, dass mir das örtliche Zuhause in der Schweiz fehlt, obwohl ich das unglaublich geschätzt habe. Und ich oft noch an diesen wunderschönen Ort denke, den wir da zusammen kreiert haben. Sondern einfach so einen Ort zu haben, wo man ankommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es im Moment sich das erste Mal auf der Reise wieder so anfühlt, weil wir jetzt hier in Nicaragua an einem wunderschönen Ort sind, wo wir zum ersten Mal seit einem halben Jahr unsere Taschen wieder ausgepackt haben. Und sonst bin ich eher der Mensch, der halt den Rucksack komplett gepackt lässt und dann aus dem Rucksack lebt. Und ich merke, dass das wirklich meine größte Herausforderung ist. Und ja.
Genau. Dein größtes Learning. Mein größtes Learning auf der Reise. Das ist schwierig, weil die Reise so viel Learning an sich ist, da überhaupt was rauszupicken. Ja, stimmt. Puh. Ich glaube, mein größtes Learning ist es, versucht man einfach etwas zu finden. Ja, echt? Aber es gibt so viel. Es ist so viel, was man da sagen könnte. Und wenn man das Größte nennen muss, dann kommt einem das Größte gar nicht in den Sinn. Das ist unglaublich schwierig. Willst du den Telefon-Joker? Ich will den Telefon-Joker. Gib mir den Telefon-Joker. Mein größtes Learning auf der Reise ist es, stoppen. Also wenn ich die singen gerade. So es wird cool. Nicht gestoppt. Nein. Es wird nicht gestoppt. Nein, das ist unglaublich fies. Was könnte dein größtes Learning sein? Es kann auch nur sein, das Reisen an für sich, dass es sich lohnt zu reisen. Ich weiß, dass es das sein könnte. Es könnte noch so viel anderes auch sein. Ich glaube, mein größtes Learning ist es, jeden Moment einfach genau so anzunehmen, wie er ist. Weil Reisen, wir können das Reisen nicht planen, wenn man das Reisen planen will. Geht nicht. Es kommt immer was dazwischen und es wird sich immer was verändern. Und das ist mein größtes Learning, halt in jeder Situation versuchen, offen zu sein und alles so zu nehmen, wie es ist, alle Gefühle so zu nehmen, wie sie halt dann gerade kommen und dann mit denen weiterzumachen. Und das Reisen ist eine Reise und wir kommen nicht an, wir werden nicht ankommen auf der Reise, egal wo wir hinkommen. Darum finde ich eigentlich auch die nächste Frage ziemlich komisch vom Ziel. Ich meine, für mich hatte das Reisen kein Ziel an sich. Ja, das Ziel war für mich loszulegen und zu reisen zu gehen, aber jetzt an sich, es hat kein Ziel. Es ist die Reise des Lebens und egal, auch wenn wir vielleicht örtlich uns mal irgendwann wieder niederlassen werden, werden wir trotzdem auf der Reise bleiben und ich glaube, das ist mein größtes Learning und somit kürze ich die nächste Frage auch gleich ab. Es hat perfekt. Kein Ziel. Ja, jetzt hast du einen rausgehauen. Ja, ich hatte genug Zeit zum Überlegen. Hat sich doch gelohnt zu warten und nicht auszuschalten. Sehr ich geil. Hoffe, er schaltet nicht aus in der großen sehr Pause. Geil. Jetzt schmeiße ich dich ins kalte Wasser. Jetzt blicken wir noch ins 2022. Yeah. Was sind deine Ziele oder was hast du vor 2022? Ich beginne mit heute Morgen. Wir waren heute Morgen im Café nebenan, wo wir zum Glück jeden Morgen Kaffee kriegen. Und wir waren da bei unserem Morgenkaffee und ich habe zu dir gesagt, ich bin einfach so unglaublich pumped auf dieses 2022. Eigentlich ist es ja nur ein neuer Tag, ein neuer Wechsel vom einen Jahr ins andere. Aber irgendwie haben wir ja auch viel kreiert im 2021. Wir haben an Projekten gearbeitet, wir haben an der Finalisierung unserer PDFs für unsere Coachings gearbeitet, wo wir viel Liebe, Herzblut reingesteckt haben, auch mit unserer Grafikerin, die da ganz viel Zeit rein investiert hat, wo wir unglaublich dankbar sind. Und ich kann nicht erwarten, wie viele Menschen oder welche Menschen wir im nächsten Jahr halt einfach auf ihrem Weg begleiten dürfen und freue mich unglaublich auf alles, was kommt. Ich bin offen und weiß, dass auch viel Arbeit auf uns wartet, aber ich freue mich wirklich sehr darauf und halt einfach mich und Jay for Joy und auch Head Coach entfalten zu lassen und wachsen zu lassen und daraus halt wirklich unser Herzensprojekt noch mehr in diese Welt zu tragen. Und hoffentlich den ein oder anderen Menschen zu inspirieren und ja, natürlich auch von den Menschen inspiriert zu werden im Gegenzug. Und ja, ich bin einfach unglaublich gespannt, freudig und motiviert, das nächste Jahr auch mit dir zu starten. Sehr geil. What about you? Ausblick 22. Ausblick 22.
sind alle gespannt. Ja, eigentlich habe ich ja gesagt zu dir gestern, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Podcast aufnehmen will, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir, ja, es mangelt uns nicht an Informationen, wir haben so viel Konsum, wir hören da was, wir lesen da was und wir müssen in die Umsetzung kommen. Und mein Ziel ist es, mit Head Coach die Leute in die Umsetzung zu bringen, weil ich glaube, dass genau oder dass die meisten Menschen scheitern, weil sie erstens nicht starten und wenn sie starten, geben sie schnell wieder auf, weil sie einfach die falschen Tools an der Hand haben. Und ich glaube auch, dass es Mut braucht, um Hilfe zu holen und zu sagen, hey, in diesem Bereich möchte ich Unterstützung haben. Und ich glaube, wir haben uns beide dieses Jahr von vielen Menschen coachen lassen. Und du zum Beispiel hast eine so krasse Ausbildung abgeschlossen, was der Zyklus betrifft, von der Person, die bei Chelsea gearbeitet hat oder für Chelsea gearbeitet hat, die für die amerikanische Fußballnationalmannschaft gearbeitet hat. Und von solchen Menschen zu lernen, das ist einfach so krass. Und ich möchte mit Head Coach diese Person sein, die einfach diese Tools, die ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe, die Tools, die ich von meinen Mentoren mitbekommen habe, zu teilen. Und wir haben ja das jetzt schon gemacht. Und wenn ich sehe, wie sich teilweise diese Leute entwickelt haben, einfach nur, weil sie gesagt haben, hey, ich nehme jetzt dieses Geld und ich investiere das in mich selbst. Und es geht nicht darum, dass wir sagen, hey, wir wollen jetzt hier irgendwie die nächsten Influencer sein, die irgendwelche Leute anschreiben und sagen, hey, ich zeige dir, wie du in 5 Tagen Millionär wirst, sondern es geht darum, eine Veränderung auf dieser Welt hinzubekommen, dass jeder Mensch in die Eigenverantwortung kommt. Und ich glaube, dass wenn du 2021 nicht begriffen hast, wie schnell sich die Welt verändert und dass alle deine Sicherheit, die du in deinem Kopf dir zusammengebastelt hast, was Sicherheit betrifft, überprüf das nochmals für dich. Was ist wirklich sicher? Ist dein Angestelltenverhältnis sicher? Und ich sage nicht, dass alle sich selbstständig machen müssen, aber überprüfe mal deinen Alltag und ja, ich will da unbedingt helfen, ich will da meinen Teil dazu beitragen, zum Großen und Ganzen, mich selber weiterentwickeln im 2022 mit dir zusammen natürlich, dass wir da weitere Ausbildungen besuchen, ja, uns selbst wachsen lassen, dass wir dann wieder an unsere Kunden das alles mitgeben können und das wird richtig, richtig geil, also wenn ich sehe, was wir da gestern Abend wieder erschaffen haben und ja, das kann Werbung jetzt sein an dieser Stelle, aber das ist einfach krass, das ist einfach krass. Also wenn Leute dieses Ding so durchziehen und sagen, hey, ich will in meine Kraft kommen oder ich will diese Weiblichkeit mehr zulassen können und ja, dann das ist einfach krass. Es gibt nichts anderes zu sagen, es ist einfach krass, es ist einfach geil. Ja, ich bin voll gepumpt, ich kann wirklich sagen, vielleicht zum Abschluss, ich persönlich, du kannst nachher sagen, ob das bei dir auch so ist. Ich kann wirklich sagen, mein Leben, und das klingt vielleicht arrogant und vielleicht triggert es ein paar Leute jetzt, egal was da draußen war mit Corona und allem drum und dran, mein Leben wurde jedes Jahr richtig, richtig, richtig viel geiler. Und auch das 2021 war nochmal so viel geiler als das 2020. Und ich habe einfach das Gefühl, eben wenn du dich persönlich weiterentwickeln willst, wenn du da Zeit investierst, wenn du bereit bist, diese Arbeit zu machen an dir selbst, dann wird dein Leben einfach geiler von Jahr zu Jahr. Und deshalb bin ich so gepumpt, was 2022 alles passieren wird. Und ja, wir haben da große Ziele zusammen. War auch wieder cool, diesen Podcast gemeinsam zu machen und wir werden sicher auch in Zukunft, wir haben da nichts geplant, aber sicher auch gemeinsame Projekte machen, ja, auf jeden Fall.
Ja, und zum Geiler kann ich definitiv sagen, dass das so ist. Und ich glaube, man darf da aber noch ganz kurz anmerken, dass Geiler nicht heißt, dass es perfekt ist, sondern dass es unbedingt, eben durch das auch geiler ist, dass man eben auch ab und zu richtig krass auf die Fresse fliegt. Aber auch das ist geil, zumindest im Nachhinein dann betrachtet, wenn man selber halt da den Humor hat und auch die Fähigkeit, über sich selber zu lachen oder halt auch über Erlebtes zu lachen. Oder das halt einfach auch als das nimmt, was es ist. Es ist ein Learning, egal ob wir aus einer Situation gut rausgehen oder halt in dem Moment vielleicht gefühlt verloren haben. Wenn du offen bist, lernst du aus jeder Situation sowieso etwas. Und von dem her glaube ich, dass es schon so ist, dass ich auch definitiv sage, geiles 2021, many more to come. Und geil, ich bin auch ab und also wirklich komplett jetzt durch und habe jetzt, glaube ich, für dieses Jahr genug gesprochen. Freue mich unglaublich, jetzt rauszugehen. Ich glaube, in der Schweiz ist es schon bald 24 Uhr. Es ist 23.10 Uhr in der Schweiz, sehe ich jetzt gerade auf der Uhr. 16.10 Uhr. Uns 16.10 Uhr, das bedeutet, wir gehen jetzt dann zum Sonnenuntergang. Wir müssen uns richtig beeilen, dass wir den Sonnenuntergang noch mitbekommen. Genau, weil das machen wir jetzt, aber das war uns jetzt unglaublich wichtig. Und wir hoffen, dass das ein oder andere für dich mit dabei ist, wo du mitnehmen kannst in deinen Rucksack oder wo du direkt auch umsetzen kannst. Und wir wünschen dir jetzt einen wundervollen Start ins 2022. Viel Liebe und ja, bis ganz bald. Hau rein. Thank you for your precious time, champ. I hope you found this episode valuable and you'll come back for the next one. Don't forget, where your focus goes, your energy flows. Be thankful. Take responsibility for yourself. Breathe. Dream big. Save the planet. Greatness is upon you. I believe in you. Peace out.